So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mal wieder. Und zwar geht es in erster Linie mal kurz eine kleine Aufklärung, warum jetzt so lange nichts gekommen ist, warum es so ruhig war, keine Livestream und so weiter und so fort. Und ja, ich fange jetzt direkt an. Ich mache halt gerade eine Mission, ich muss 20 SMG-Kills machen in einem Casual, habe ich gerade gemerkt. Ich habe erst gedacht, es wäre Deathmatch, aber ja, war wohl nichts. Deswegen habe ich auch die erste Runde erstmal gefailt, aber egal. Ich werde es jetzt so nebenher ein bisschen zocken und eben ein paar Sachen erzählen. Jo, grundlegend geht es mal so weit, also ich bin jetzt umgezogen und da hatte ich jetzt auch relativ wenig Zeit zu zocken und das Internet mussten wir noch ein bisschen upgraden, das war am Anfang zu schlecht, auch zwecks Streamen eben. Und ja, deswegen werde ich jetzt am Samstag wahrscheinlich das erste Mal wieder streamen, seitdem ich eben umgezogen bin. Und ja, als erstes möchte ich noch eine Kleinigkeit erzählen. Ich hatte jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen Glück beim Gamblen und so. Und habe mir jetzt auch, ich zeig, kann es nicht ins Inventar, ich kann es aber kaufen. Ne, ich kann sie nicht kaufen. Ich habe jetzt eine Dragonlore wieder ertradet und hatte noch ein Karambit Tiger Tooth, Star Trek Factory New. Das war eine witzige Geschichte, das wollte ich dann gegen Keys traden und eben ein kleiner Knife Downgrade quasi plus Keys. Und ja, ich habe dann auch ein paar Offer geschickt eben an Leute und es war dann auch weg relativ schnell. Guck dann in mein Inventar und sehe so scheiße, und jetzt habe ich tatsächlich ich habe glaube ich 4 oder 5 Trade Offer rausgeschickt und habe tatsächlich ein Trade Offer 100 Keys zu wenig reingeschoben. Und das ist auf jeden Fall definitiv mein größter Fail in der CSGO History, was ich hier in meinen Traden und generell gebracht habe. Ich hatte schon mal einen anderen relativ hohen Fail. Ich habe einen Knife mal, also ein 100-Euro-Knife für 1 Euro verkauft. Das habe ich im Livestream schon das ein oder andere Mal dargelegt. Aber das war jetzt tatsächlich mein größter Fail. Also ich habe im Prinzip 100 Keys zu wenig bekommen für das Knife. Das war extrem ärgerlich, aber es war halt auch brutales Eigenverschulden. Also das kann ich niemand in die Schuhe schieben. Jetzt nehme ich mal das gute Stück. Auch wenn ich jetzt eigentlich damit nichts töten muss, aber ist viel testet. Minimal ist es ein Punkt Float Value for Minimal Wear, sieht man. Also es sieht extrem geil aus, wo ich die gesehen habe. Musste ich natürlich auch ordentlich overpayen. Dafür ging dann auch leider meine Glock raus, die mit der weltbesten Float Value, die ich vom Chiguya bekommen habe. Das ist ein bisschen schade, aber ich habe immer gesagt, so für die Dragon Lore, da wird die auf jeden Fall dann drauf gehen. Und ja, ich wollte unbedingt nur den Dragon Lore haben, hatte wie gesagt ein bisschen Glück beim Gamblen und so ist das alles ein zum anderen gekommen. Ärgerlich natürlich trotzdem mit dem Karambit, dass ich da 100 Keys einfach geschreddert habe. Ja, und des Weiteren, am Samstag möchte ich wie gesagt streamen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich anfange, wahrscheinlich ein bisschen relativ früher abends, also nicht ganz so spät wie sonst, sondern vielleicht so Richtung 18, 19 Uhr, mal gucken. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt oder welche Spiele ihr dann auch gern sehen möchtet, also was ich zocken soll, hier CSGO oder Arma 3 Breaking Point oder ich weiß nicht, was gerade sonst so aktuell ist, wie gesagt, Smite könnte ich noch anbieten. Schreibt mal rein, was ihr sehen möchtet. Vielleicht gibt es auch einen gesunden Mix. Mal sehen, was wir machen müssen. Rein dann gleich ein paar Giveaways, aber da will ich jetzt nichts vorne wegnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder drauf. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Gebt dem Video noch einen Daumen hoch, wenn ihr Bock habt. Support ist kein Mod, würde mich riesig freuen. Und ja, oh lol, halt die Fresse, meine Fresse. Und jo, gebt einen Daumen hoch. Was wollte ich jetzt sagen, der hat mich jetzt voll rausgebracht. Ja, wenn ihr noch sonst irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Follow da auf twitch.tv/hangemaulp, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sonst bis Samstag. Tschüss.